Da ist er. Ich habe kein Geld mehr. Aber du hast was anderes, Lisa. Da ist er. Her mit der Halskette. Und dann raus hier. Hände weg, sonst schneid ich sie ab. Geralt, das musst du nicht tun. Ich will aber. Nimm deine Sachen und los. Raus jetzt. Sofort. Wenn ich deine Hilfe brauche, bitte ich darum. Was? Bist du wütend? Wütend? Nein. Aber die Kette haben sie verdient. Sie haben viel riskiert, indem sie mich versteckt haben. Die sind ein Risiko eingegangen, ja. Zu gepfefferten Preisen. Stimmt. Gepfefferten Allerdings Preise. Hätten sie auch das Geld nehmen und mich dann verraten können. Ist für Novigrader Verhältnisse schon verdammt anständig, das nicht zu tun. Bitte nimm sie nicht auch noch in Schutz. Geralt, wir können über Moral oder andere Themen diskutieren, aber nicht jetzt. Du hast gesehen, was in der Stadt vorgeht. Wie kann ich helfen? Alles gerät aus den Fugen. Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Ich sollte alle Magier so schnell wie möglich zu den Docks und an Bord des Schiffs bringen. Aber Berthold und Anis waren noch nicht beim Treffpunkt. Es wird nicht einfach sein, den Hafen zu erreichen. Die Straßen sind voller Wachen. Dann nehmen wir die Straßen nicht. Im Zweifelsfall wollten wir uns alle im Eisvogel treffen. Da gibt es im Keller einen Zugang zur Kanalisation. Offenbar kann man so bis zu den Docks gelangen. Ich kenne die Novigrader Kanalisation. Jäger sind da keine. Aber das heißt nicht, dass es sicher ist. Deswegen bitte ich ja dich, den Weg zu den Docks zu suchen und den anderen den Weg frei zu machen. Und das schnell. Die Kein Jäger Ding. Könnten unseren Plan jeden Moment erraten. Berthold und Anis? Wer sind sie? Ein junges Paar. Er ist Alchemist und hatte eine Praxis in Gildorf. Sie hat in Arethusa studiert. Ich mache mir Sorgen, dass die Leute, die sie versteckt haben, sie verraten haben. Siehst du? So schlecht waren meine Gastgeber gar nicht. Verstehst du mein Dilemma jetzt? Zweien helfen und alle anderen gefährden. Oder direkt zum Eisvogel gehen und die beiden dem Seine Handschuhe überlassen. Was mache ich nur, Geralt? Du kannst nicht alles und jeden wegen zwei Leuten riskieren. Das wäre unklug und unmoralisch. Ich habe befürchtet, dass du das sagst. Gut, gehen wir zum Eisvogel. Gut, gehen wir zum Eisvogel. Folge Triss. Können wir mal eine Runde... Was? Bitte? Schnapp die... Alter, hat er nicht gesagt. Oh, das ist der Triss. Upsi. Hat er nicht gesagt. Hast du die Kanalisation unter dem Eisvogel ausgekundschaftet? Nein. Er hätte nie gedacht, dass wir da durch müssen. Wenn man bedenkt, dass sich die Wachen vor einem Jahr noch vor den Mauern verbeugt haben. Heute müssen wir wie die Ratten aus der Stadt fliehen. Du könntest bleiben. Du würdest es schon schaffen. Aber die anderen ohne mich niemals. Wieder mal Regen. Nun? Bloß ein Faust, euer Schwein jetzt getötet. Ab zum Eisvogel. Ja, aber irgendwie will sie nicht. Ich glaube, Triss ist festgebackt. Ich habe keine Ahnung. Da steht Folge Triss, aber sie geht ja nirgendwo hin. Nun. Sie will nicht. Triss! Muss ich die Scheiße vielleicht doch einsammeln? Okay, da war ein Schwert, ein magisches Schwert schon wieder. Okay.
sollte die Sachen doch vielleicht einsammeln, alle immer. Hey, sieh dich vor der Gosse vor. War hier nicht noch einer? Okay, Triss hat keinen Bock mehr gerade. Sie geht nicht. Sie bewegt sich nicht. Macht es Sinn, da zu speichern? Nein. Oder? Der letzte Speicherstand ist zu lange her. Dann wäre von heute alles weg. Naja, obwohl... Naja, pass auf, wir machen folgendermaßen. Das ist ja blöd, das hatte ich ja noch nie. Die lange Suche nach Ciri führte Geralt zu diesem Schluss. Uma, der hässlichste Mann der Welt und Opfer eines Fluchs, war der Schlüssel, um Ciri wiederzufinden. Geralt musste den Fluch brechen und so brachte er Uma zur Zuflucht der größten Spezialisten für Flüche, zur Hexerfestung Kaer Morhen. Wir können ihn gleich auch abbrechen, ne? Aber ungerne. Folgetriss. Ah. Aha. So. Bewegst du dich auch mal wieder, ja? Das hatte ich ja echt noch nie. Oh, okay. Wie bücke ich mich? Oh, das ist Plötze. Kurz AFK, alles klar, irgendwie. Er bückt sich gar nicht. Sicht. Scheint alles in Ordnung zu sein. Oder wir kommen zu spät. Glaube ich auch. Gute Nacht, Van. Schlaf gut. Hab vielen lieben Dank für alles. Militele sei Dank. Ist jemand vom Versteck in Silberstein hier? Odette, Kaspar, Dietmar und Janne. Hagen? Er wird nicht kommen. Na, höre mal. Nee, weg da. Eisvogel. Schnell, bevor jemand reinkommt. Ja, zieh die schon mal aus. Ich sehe nichts. Ach so. Triss, wir haben uns Sorgen gemacht. Hattet auch einen Grund dazu. Jäger haben mich verfolgt. Geralt, warte kurz. Ich möchte wissen, wer hier ist. Warum die Tränen, werte Dame? Du solltest dir keine Sorgen machen. Das trübt deine Schönheit. Dann sprichst du wohl aus Erfahrung. Nein, ich wurde schon hässlich geboren. Ah. Du fliehst auch nach Kovir? Kennen wir. Nein, aber ich helfe den anderen dabei. Du kennst mich, mitleidiges Herz und so. So plötzlich ein mitleidiges Herz? Seit Monaten werden hier Magier verbrannt. Aber erst seit kurzem in so großer Zahl. Und ich freue mich darauf, Freunde in Kovir zu haben. Besonders unter König Tankreds Gefolgschaft. Ich möchte etwas sagen. Wir reden später. Wir haben lange auf die Flucht gewartet, bis wir sicher waren, dass Kovir uns aufnehmen würde und wir genügend Geld für ein Schiff und einen vertrauenswürdigen Kapitän hatten. Wir haben zu lange gewartet. Wir dürfen nicht länger zögern. Wir müssen Novigrad heute verlassen. Das ist verrückt. An jeder Ecke stehen Jäger. Dann gehen wir durch die Kanalisation zum Hafen. Geralt findet einen sicheren Weg für uns.
Sie werden uns so oder so erwischen. Losziehen. Sie werden uns fangen und töten. Vielleicht. Dann sterben wir in Würde. Mit den Waffen in der Hand. So. Nicht auf einem Scheiterhaufen und um Gnade winselnd. Wenn es notwendig ist, verteidige ich euch. Ihr könnt auch auf meine Hilfe zählen. Ja, auf die Hilfe eines redanischen Spions. Radovids rechte Hand. Das ist alles sehr lange her. Du hast diesen Verrückten erzogen, ihn das Töten gelehrt. Du? Jetzt ist nicht die Zeit, alte Rechnungen zu begleichen. Ende der Diskussion. Ich gehe jetzt in die Kanalisation. Ich gebe euch ein Zeichen, wenn der Weg frei ist. Dann folgt ihr mir. Weicht nicht vom Weg ab, egal was passiert. Ich gehe mit Geralt. Du, Dijkstra, gehst zum Hafen und sorgst dafür, dass mit dem Schiff alles in Ordnung ist. Schon unterwegs. Wir sehen uns dort. Hoffentlich. Triss, willst du wirklich mit? Sei mir nicht böse, aber... Gleich werde ich das. Hör auf zu reden und geh voraus. Okay, Chefin. Ich will die Magie sein lassen, wenn ich hier lebendig rauskomme. Das kannst und willst du nicht. Gerade wie der Vielen Dank. Finde einen Weg durch die Kanalisation. Ehrlich. Doch. Es bedeutet mir sehr viel, jemanden zu haben, auf den ich mich in dieser verfluchten Stadt verlassen kann. Ich will nicht jetzt die ganze Zeit quatschen. Bald ist alles vorbei. Bald. Baby, lass uns einfach ausziehen. Lass uns quatschen. Jetzt. Nein. Lass den. Ich mach das. Zieh dich aus. Okay. Oh, falsche Richtung. Was haben wir denn hier? Aha. Okay, ja, so eine kleine Schatzkammer. Quasi. Wie schön sie auch immer auf mich wartet, ne? Nimm mit. Hier ist auch noch einer. So, links, rechts. Hier. Nee, hier ist zu. Okay. Darum bleibt es auch da stehen. Sie wusste, dass es falsch ist. Verdammt. Hier kommen wir nicht durch. Alles verloren. Ach. Beruhige dich. Vielleicht gibt es einen anderen Weg. Oh denn, der Weg ist schnurgerade. Nirgends eine Abzweigung. Mäuschen! Fahrt jetzt alles unter Kontrolle. Hör mal, hinter den Wänden höre ich ein Echo. Na, hör mal! Sieh mal, Gedichte von Gonzalo de Versio. Jakob von Varazzes Chroniken. Unglaublich, alles seltene Erstausgaben. Ja, die lesen wir jetzt alle. Wir werden zurückkommen und alles holen. Nein, werden wir nicht. Ich verlasse heute Novigrad. Schon vergessen? Nein. Es fällt mir nur schwer, es zu begreifen. Komm, wir müssen uns beeilen. Nimm einfach mal ein bisschen. Ey, gibt's wirklich welche, die das alles lesen? Na, hör mal, Flu. Ja, sind wir alles mit? Was ist alles meins? Ey, das kannst du doch nicht alles lesen. Du wirst ja bekloppt, ey. Dass das auch kein Gewicht wegnimmt, ne? Ja, gibt es. Alter, da bist du ja nur am Lesen. Guck mal, das sind ja jetzt locker über 10 Bücher gewesen, die ich da gesammelt habe. Ja, über 10 Bücher waren das locker. Oh, mein Schwert ist schon wieder kaputt. Ach, ich hab's nicht repariert, das eine andere. Meh. Ja. Chris, Baby! Let's go! Fatih hat freigemacht. Chris, ich habe einen Ausgang gefunden.
Ich dachte schon, wir wären für immer verloren. Du bist tot und verloren. Wir sind doch gerade erst hier rein. Kira, WW. Kira, du warst aber nicht Leberwurstbrot essen, oder? Stopp. Hörst du das? Alles mitnehmen? Ratten. Meine Spezialität, Ratten. Weißt du? Mh, lecker. Ist sie da runtergejumpt? Nee. Das war knapp. Zeig mal. Finde einen Weg über den Fressplatz der Ratten. Nee. Finde einen Weg durch die Kanalisation. Ach, da runter wollen wir. Ernsthaft? Kein Wunder, dass dort so viele Ratten waren. Wer wirft denn die ganzen Leichen hier runter? Wir sind direkt unter dem Marktplatz. Dort wohnt auch Carlo Hackerbach. Das ist bestimmt kein Zufall. Seine Schuld, Mama, um dafür spurlos zu verschwinden. Sehr alles in Ordnung. Okay, kein Leberwurstbrot. Nur ein paar Bisse an Füßen und warten. Aber du warst aber auch, du warst aber auch nicht bei deinem später, Gerald, Landsmann, oder? Bei der, wenn du ja aus Griechenland kommst. So, haben wir hier noch was? Alter. So gut kenne ich dich einfach schon. Naja, heute, ja. Ernsthaft? Eigentlich hätten wir da heute hingemusst mit unserem Einjährigen. Eigentlich hätten wir da heute hingemusst. Okay. Stumpfe Spitzhacke? Okay. Ey, einfach mal. Mann. Aber es kam mir vorhin wirklich früher wie so ein Schlag in den Sinn. Ich dachte, Moment mal. Chris? Ach, da oben. Jetzt oder nie. Dann jetzt, Chris. Wahrscheinlich jetzt oder nie. Also zieh dich jetzt aus. Jetzt. Jetzt. Mann, ich will nicht. Chris, warte kurz. Ich will hier noch alles aufsammeln. Hier ist Action, Chris. Chris! Chris! So, haben wir. So. Haben wir hier alles? Nimm mal die Fackel. Finde einen Weg durch die Kanalisation. Jawohl. Oh, Leute, nee, komm, scheiß drauf. Das ist ja immer alles eh nur. Der gleiche Scheiß. Warte mal, hat der hier nicht? Nee, der kann nichts, okay. Wunden am Hals und an den Schultern. Ging's Hals her. Das ist Pflicht quasi. Okay. Abgeschlossen. Warum? Ach so. Die weiß, wo es lang geht, anstatt sie einfach mal vorgeht. Mann, 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 Mann. Klauenspuren. Lang und scharf. Ist richtig, Gerald. Ist richtig. Oh, Passi. Ah, sag ich doch. Ah.
Rauf. Rauf. Okay. Komm. Die Laterne brennt noch. Muss erst vor kurzem gestorben sein. Durch Bisse in den Hals. Passiva, lieber, grüß dich, guten Abend.